Ja. Servus, bin ich hier beim Electric Dave? Nein, das ist zwei Iglo weiter. Alles klar, danke. Bitte. Hey, hallo, wir sind gerade mit dem Ioniq 5 unterwegs. Und wir haben eigentlich relativ guten Grip, aber jetzt wird es ganz schön steil und ich hätte vielleicht nicht stehen bleiben dürfen. Aha, das Stehenbleiben war jetzt das Problem. Jetzt hängen wir fest. Aber wir haben ja die hier. Und wie es funktioniert und um was es hier geht, zeige ich euch nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und heute möchte ich euch mal in dieser wunderschönen Schneelandschaft die Michelin Easy Grip Evolution Textilschneeketten zeigen, wie man sie installiert, wann sie was bringen, wie gut sie sind und vor allem, wie leicht sie sich installieren lassen. Ja, die Michelin Easy Grip Evolution habe ich jetzt hier auf der eNord Cup Challenge 2021 mitgehabt, als ich mit dem Hyundai Ioniq Electric, wohlbemerkt, Ioniq 5, ans Nordkap gefahren bin. Dort habe ich mir diese Kette mitgenommen, weil da oben ist es auf jeden Fall Pflicht, dass man sowas dabei hat, falls man sich mal festfährt. Und da dieses Fahrzeug ein Hecktriebler ist und kein Allrad, war es auf jeden Fall sinnvoll, die dabei zu haben. Und wir sind auch froh, dass wir sie dabei hatten, denn ich habe sie tatsächlich auch zweimal gebraucht. Ja, jetzt befinden wir uns hier gerade auf einer, ja, ich sage jetzt mal, festgefahrenen Schneedecke, die ratzfatz auch sehr, sehr glatt sein kann. Und wenn man hier mit Schwung hochkommt, kann es sein, dass man es schafft, aber dann muss man sehr schnell sein. Wenn man hier stehen bleibt, dann kommt der Punkt, wo man wirklich nicht mehr weiterkommt. Und den haben wir auch gerade erreicht. Jetzt, wir haben eine Steigung, die kennt man jetzt im Video vielleicht nicht, aber wenn wir jetzt die installieren, sollten wir eigentlich weiterkommen. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie wir die da drauf machen. So, wir installieren jetzt hier die Michelin Easy Grip Evolution Textilschneeketten. Und was wir dazu brauchen, also was ich zumindest empfehlen würde, wäre einmal Handschuhe, denn da, wo man die braucht, ist es immer kalt und nass. Und dann würde ich euch irgendwie ein Montierwerkzeug, kann auch ein dicker Schraubenzieher sein, einfach etwas mit der Fläche vorne dran empfehlen, denn je nachdem, wie gut ihr in den Radkasten reinkommt, ist das sehr hilfreich. Dann habe ich für mich auch noch, weil ich jetzt hier demonstrieren kann, eine Unterlage, einfach nur, damit ihr im Schnee nicht die Knie komplett einfriert habt. Damit euch die Knie nicht einfrieren. So, dann öffnen wir das ganze Paket mal. Ich habe die ja schon mal benutzt. Und dann könnt ihr die einzeln so rausholen. Das Tolle ist natürlich auch hier, wir haben hier eine Anleitung dabei. Ich habe die hier vorne reingeschoben schon. Und zwar eine Anleitung, die auf einer Folie quasi gedruckt ist. Das heißt, die kann auch im Schnee liegen, die kann nass werden. Das ist eine super Sache. Das ist kein Papier, das heißt, die kann immer wieder verwendet werden, auch wenn die wirklich mal auf dem Boden liegt, hier im Schnee. Klasse Sache. Aber die brauchen wir jetzt nicht, denn das ist relativ einfach. Welche Seite ihr nehmt, ist egal, rechts und links. Wichtig ist natürlich, dass ihr das auf die Antriebsachse macht. Das ist bei dem Ioniq 5 jetzt in dem Fall hier hinten. Und dann breitet ihr die erstmal aus. In der Regel ist es, wenn es kalt ist, alles ein bisschen steif und zäh. Und jetzt habt ihr eine Ringseite hier, die ist mit einem Gummi. Das ist die Seite, die nach innen kommt. Dann haben wir außen hier mit den blauen Spanngurten und einem gelben Gummi. Das ist die, die nach außen kommt. Und jetzt installieren wir das. Und zwar nehmen wir hier das Band und stülpen das quasi um den Reifen herum. Jetzt kommt der Punkt, wo ich meinte, wenn ihr nicht richtig reinkommt, weil ihr vielleicht dicke Handschuhe, Arme oder einen schmalen Radkasten habt, dann kann das sein, dass ihr da nicht richtig reinkommt. Und dann ist es hilfreich, wenn ihr so ein Werkzeug habt, womit ihr einfach hier das ein bisschen nach hinten drücken könnt. So. Und wichtig ist, dass dieses Gummiband, was ihr hinten habt, also das hier, dass das hinten über den Reifen drüber geht. Das erkennt ihr dann, wenn es eingerastet sozusagen ist, so ein bisschen. Und das gelbe Gummiband hier
auf der Mitte der Lauffläche oder nahe der Felge, je nachdem, was ihr für einen Reifen drauf habt, sich befindet. So, wenn ihr das dann soweit überall drauf habt, kommt da jetzt der Punkt, wo ihr es unten nicht drauf kriegt, weil da steht das Auto ja. Und ihr nehmt ja auch keinen Wagenheber mit, um das hochzuheben. Also fahre ich jetzt einfach ein Stück zurück oder ein Stück vor, um einfach das Rad zu drehen und stelle mich dann auf eine Fläche, wo das Ding fertig montiert ist, um das für den Rest noch drauf zu montieren. Das heißt, ich rolle es einfach ein Stück zurück. Jetzt seht ihr ja, dass das Stück, was eben unten war, das können wir jetzt wunderbar hier oben reindrücken. Dazu habe ich immer gerne so ein Werkzeug genommen, einfach als Handverlängerung. Und sobald das dahinter eingerastet ist, so, passt das auch. Jetzt sitzt das alles prima. Und jetzt müssen wir nichts weiter machen, als diesen Gurt hier einzurasten. Das ist jetzt dann, ihr steckt das steil hier von oben drauf und hakt das ein. Das war's schon. So, jetzt sind die Knickketten auf der Seite montiert. Habt ihr zwar hier oben den Gummi weiter an der Felge und hier unten weniger, aber das können wir, wenn wir noch mal vorfahren, noch ein bisschen richten. Passt aber schon soweit. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite jetzt nochmal. So, jetzt kommt die andere Seite und jetzt zeige ich auch nochmal, was hier der große Vorteil ist. Ich meine, wir haben jetzt kein Metall hier, sondern wir haben eine Textilkette. So, ich muss kurz selbst gucken, so rum. So, und hier seht ihr, wie diese diese Gitterstruktur mit so Metallringen zusammengefasst ist. Und diese Metallringe liegen ja auf der Lauffläche und wirken quasi wie Spikes. Und plus diesen ganzen Grip, den wir durch das Gitter hier haben, ja, bildet es einen mega guten Grip einfach auf dem Schnee, auf Eis und überall. So, jetzt stülpen wir das wieder hier drüber. Jetzt kam ich ein bisschen besser rein eben. So, und wir fahren wir ein Stück zurück. So, jetzt haben wir das letzte Stück, was hier oben noch fehlt. Schieben wir auch noch hinten rein. Und prima. Wir haken das wieder mit dem Gurt hier fest und es hält. Wichtig ist natürlich, wenn ihr diese Ketten montiert habt, dürft ihr maximal 40 km/h fahren. Aber wenn ihr die braucht, dann seid ihr auch meistens in einem Flächenbereich, wo es auch nicht mehr Sinn macht, schneller zu fahren. So, ich prüfe nochmal, ob überall der Gummi richtig sitzt, damit das hier so ein bisschen einigermaßen passt. Gut, dann gucken wir doch jetzt mal, was das für ein Grip hat, das Ding. Gut, dann fahren wir jetzt mal los. Und ich habe jetzt mal ein bisschen ruppig Gas gegeben, um zu zeigen, dass er auch, wenn man nicht vorsichtig fährt, direkt gut losfährt. Natürlich muss man zwischendurch mal prüfen, ob das alles noch richtig sitzt, wenn man mal so sich ein paar hundert Meter gefahren ist. Aber wenn es sitzt, dann bleibt es auch auf seiner Position, habe ich festgestellt. Und wie gesagt, diese Ketten haben uns am Nordkap echt ein paar Mal aus der Patsche geholfen.
Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach sich die Easy Grip Evolution von Michelin installieren lassen. Man kann das problemlos alleine machen. Man muss halt mal zwischendurch kurz vor- oder zurücksetzen, um einfach den letzten Teil unten noch überzuhängen. Handschuhe auf jeden Fall empfehle ich und vielleicht auch nochmal ein Werkzeug, je nachdem, wie viel Platz ihr im Radkasten habt. Und dann ist das echt eine Alternative zu den echten Metallketten. Also man kann auch wirklich problemlos damit auch länger fahren. Und gerade beim Elektrofahrzeug in dem Fall ist es von Vorteil, denn die brauchen doch deutlich weniger Energie mehr als die echten Schneeketten aus Metall. Wenn man mit denen fährt, merkt man deutlich, wie viel mehr Energie das kostet. Und da die hier doch etwas, ja, ich sage jetzt mal, effizienter sind, was ich getestet habe, würde ich die für ein Elektroauto doch dann vorziehen. Ja, auch vom Preis her finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ideal. Die Teile kosten 120 bis 150 Euro in dem Dreh. Gibt es verschiedene Reifengrößen. Ich habe jetzt hier natürlich eine große Reifengröße mit einem 19 Zöller und kann die echt empfehlen. Ich habe die ja jetzt hier in einem Set im Doppelpack gekauft. Das heißt, wir haben für die Antriebsachse jeweils welche. Natürlich macht es auch Sinn, eventuell auf der Lenkachse welche zu haben, wenn es wirklich richtig glatt ist. Hatten wir jetzt nicht das Problem, deswegen reichen eigentlich zwei Stück. Ansonsten könnte man sich auch auf einer Seite einen drauf machen. Selbst das reicht oft schon, um sich irgendwo raus zu befreien. Und macht dann einen noch vorne drauf, alles möglich. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, ich fand es super klasse. War meine erste Erfahrung mit textilen Schneeketten und deutlich einfacher als Metallschneeketten. Deswegen, klare Empfehlung von mir. Ich muss auch dazu sagen, es war jetzt gar nicht so einfach, eine Stelle zu finden, wo ich wirklich die Schneeketten brauche. Denn der IONIQ 5 hat eigentlich auch mit dem Heckantrieb richtig guten Grip. Im Norden hatten wir das Problem, dass die Winterreifen einfach zu hart wurden, weil sie nicht für oben ausgelegt sind. Deswegen, hier ist es eine ganz andere Nummer. Also ich komme den Berg hier auch problemlos ohne Schneeketten hoch. Aber mit den Ketten kann man sich jetzt wirklich in Feldwege trauen, wo man vorher nicht reingekommen wäre oder rausgekommen wäre. Ja, da will ich euch auch noch zeigen, wie man sich von den Teilen befreien kann. Sobald man sich irgendwo ins Sichere gerettet hat, wie ich jetzt hier, kann man die einfach wieder aufmachen und dann zieht man die einfach runter und legt die quasi komplett flach unten hin. Auf der anderen Seite auch. Und dann fahren wir ein Stück zurück. Könnt ihr mal sehen. Haben sie auch auf und so. Und das war's schon. Und schon hat man sich wieder befreit von den Dingern. Easy. Grip. Ja, damit bin ich auch am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin sehr begeistert von den Michelin Easy Grip Evolution und würde es mir auch selbst zulegen. Allerdings habe ich ein Allrad, naja, vielleicht für die Zoe. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Erfolg und wenn ihr euch solche Schneeketten besorgt habt, dann könnt ihr mir gerne mal in die Videokommentare posten, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr noch bessere kennt oder ob ihr schon mit diesen Strümpfen Erfahrungen gemacht habt. Deswegen, das waren jetzt meine ersten Erfahrungen mit den textilen Schneeketten und mich haben sie beeindruckt. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Electric Dave. Ciao. Hey, grüßt euch! Ja, wir sind hier gerade mit dem IONIQ 5 unterwegs. Im Schnee. Top Sache. Ah, verdammt, habe ich Grip. Moritz dafür nicht. Dann machen wir das nochmal. Ja, wir machen jetzt die Michelin Evolution Anti-Grip. Wie heißen sie? Nein. Easy Grip. Okay. Anti-Grip, auch gut. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach sich die Notify App installieren lässt. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich komme mal raus. Das redet die Ketten wieder schlecht, eigentlich, dass ich auch ohne hier hochgekommen wäre. Bin ich hier bei Electric Dave? Nein, das ist zwei Iglo weiter. Danke.